Hey Team, was geht? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, du Lifestyle, dein kleines Modevlog, so Lifestyle geht frisch aus Hamburg. Heute zeige ich euch zwei Modelle vom neuen Adidas Sneaker Z500. Vor zwei Wochen frisch rausgekommen, ich sofort, zack, muss ich haben. Zwei Modelle habe ich hier, die ich euch ganz klar empfehlen würde, weil er ein toller Schuh ist, warum, sage ich euch gleich. Gleich fix bestellen. Ausverkauft ist er schon gewesen in ein paar Farben, aber jetzt ist wieder Ware nachgekommen, also schaut euch das Video an, alles ist unten verlinkt und wir starten nach dem Intro, also los geht's. So Leute, ja, es ist soweit, es geht los, wir starten und wir schnacken nicht lange, es geht um den neuen Adidas Z500, frisch rausgekommen. Ist ein toller Schuh, wie ich finde. Er verbindet Retro mit Lifestyle, mit Streetwear. Ich finde, ich selber trage überwiegend nur Adidas. Ich habe früher Puma getragen, ich habe früher Nike ganz viel getragen. Jetzt bin ich aber komplett auf Adidas. Ich habe natürlich auch ein, zwei Sneaker, die jetzt nicht von Adidas sind, die auch super sind. Aber nee, sonst trage ich durchweg eigentlich Adidas. Und mehr so diesen den Street Style. Habt natürlich verschiedene Modelle. Wisst ihr ja, wenn ihr so mal meinen Schuh des Monats Playlist euch mal anschaut, was ich da so euch zeige. Natürlich habe ich weitaus mehr. Sowohl mal etwas sehr Sportliches, aber natürlich auch eher so Lifestyle, Streetwear, Vintage. So, fangen wir an mit einem Schuh. Ja, wie soll es sein? Wie gesagt, es ist die Farbe 2022, es ist Mint. Mintgrün, es sind Grüntöne. Grüntöne dieses Jahr must have. Ich hoffe und darauf könnt ihr euch verlassen, wird dieses Jahr auch noch also sein. Grüntöne auf jeden Fall dieses Jahr richtig gut. Das ist der Schuh. Ich habe ihn mir natürlich gleich bestellt, weil ich aber auch natürlich Hoodies habe, die in so einem schönen Mintgrün sind. Ihr könnt diesen Schuh dementsprechend dann natürlich richtig geil kombinieren. Blaue Jeans, schwarze Jeans, weißes T-Shirt nur anziehen, langt. Oder ein bisschen Oversize, weißes Shirt oder in so einem schönen Cremeweiß, Off-White passt auch noch. Und dann zieht ihr eben ein Oberteil an, was eben eine Farbe auf jeden Fall hat, die diesen Schuh ausmacht. Das Gelb würde ich nicht nehmen. Kann man nehmen, kommt auch gut, aber ich würde eher den Hauptgrundton immer nehmen von einem Schuh. Das wäre in dem Fall jetzt so dieses Mintgrün. So, das kommt immer gut, also da könnt ihr immer ganz gut versuchen zu kombinieren. Das war jetzt erstmal ein Styling-Tipp von mir am Rande, wie ihr diesen Schuh am besten kombiniert. Geshootet wird er noch, habe ich jetzt in den letzten Wochen leider keine Zeit für gehabt, aber wie gesagt, folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich täglich aktiv. Gibt es täglich Pics, Stories sowieso, da erfahrt ihr ganz viel von mir und auch viel über die Fashion-Welt. Also folgt mir da auf jeden Fall, schaut da vorbei und da seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand, auch zum Thema Haarsysteme, Fashion und. Genau, und deswegen wird der Schuh auch noch geshootet und ihr könnt da eben die fertigen Styles dann sehen. Aber naja, was soll ich zu diesem Schuh sagen? Er ist natürlich ein super bequemer Schuh. Finde ich, sieht einfach nice aus. Also einfach auch hier, ja, die Farbgestaltung ist Adidas richtig gut gelungen. Auch hinten, finde ich, mit dem Adidas-Symbol. Diesmal natürlich fällt es nicht ganz so auf. Auch hier vorne auf der Zunge haben wir hier auch Adidas von drauf. Sehr geil. Sohle, wenn es wen interessiert, so schaut die aus. Ich finde das immer ganz wichtig, wie die aussieht auch. Wenn man die natürlich im Alltag irgendwie gar nicht sieht, aber mir ist es irgendwie wichtig, wie die quasi auch ist. Wichtig ist immer, deswegen bin ich, müsst ihr bei solchen Schuhen, das ist so ein Nachteil bei solchen Schuhen, immer wichtig, vorne an der Spitze, das Gummi ist ja geklebt. Nike hat eine nicht so geile Qualität, Puma auch nicht, habe ich über die Jahre feststellen müssen. Adidas kommt immer so drauf an, auch natürlich wie ihr damit umgeht. Es gibt Ausnahmen, aber bei Adidas fand ich von den drei Marken, die ich euch jetzt genannt habe, war die Spitze immer am besten bei Adidas. Ja, also da, ich weiß nicht, was die in der Schuhfabrik da irgendwie, ja, wahrscheinlich ist
das ist ja eben Bashun eben die Schwachstelle hier vorne. Es ist halt anders verarbeitet als jetzt die Sohle oder die Ferse. Naja, muss man immer darauf achten, dass man damit mit den Schuhen auch gut umgeht. Ansonsten finde ich die Farbgestaltung, was ich eben schon sagte, super gelungen. Also auch gerade mit diesem Gelb, finde ich, das macht den Schuh mal besonders. Wenn das Gelb jetzt nicht wäre, wäre der Schuh langweiliger, wie ich finde. Aber an sich ist es eine coole Farbe. Warum ist es eine coole Farbe? Weil sie nicht jeder hat. Ja, ich weiß, was ich eben sagte, die Farbe ist im Trend. Ja, ist sie auch. Aber trotz alledem ist das ein besonderer Schuh. Das ist ein Eyecatcher, damit fallt ihr auf. Es ist auf jeden Fall, finde ich, ein Must-Have. Es muss ja nicht dieser Schuh sein, aber auf jeden Fall ist einfach das Modell ein sehr nicer Schuh. Ich zeige euch mal als Beispiel etwas. Viele Männer da draußen, die ich auch sehe, die sich wahrscheinlich auch keinen Kopf machen über Fashion, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde einfach, man braucht jetzt nicht, wie ich oder wie andere Content-Creator oder wie auch immer Leute, Fashion als Hobby haben und da tausend Sachen haben, und muss man nicht. Aber ich finde, trotz alledem sollte man schon sich auf sich achten, und ja, man muss es ja nicht ganz so wichtig ausleben, wie ich es tue, oder da sehr viel Wert drauf legen. Alles super, aber so ein bisschen auf sich achten, ein bisschen gucken, okay, wie komme ich rüber, was möchte ich eigentlich, das ist wichtig, denn ich sehe immer auch sehr viele, zum Beispiel jetzt, viele Männer, die solche Schuhe im Alltag anziehen, wo ich mir immer denke so, eieieiei, also dann wird so ein Schuh kombiniert mit einer Jeans, die ein paar Nummern zu groß ist, so die einfach vom Fit her viel zu weit ist, also die einfach eine ungünstige Figur macht, und dann da drüber irgendein Pullover oder T-Shirt, was null passt. Freunde, zieht bitte solche Schuhe gern zum Sport an, wenn ihr laufen geht, wenn das vor euren Fuß super ist. Aber zieht sowas ehrlich gesagt nicht in der Frage. Also, die Zeiten gab es mal, aber das, nein. Also, vergesst das bitte. Kauft euch, was ich eben sagte, deswegen trage ich gerne Adidas unter anderem, kauft euch gerne sportliche Streetwear-Sneaker. Ne? Die sind sportlich, aber sind, ist eher halt ein cooler Lifestyle-Schuh, ist schlicht. Passt auch zu allen Sachen. Das ist auch ein Argument von den Schuhen, die ich euch eben gezeigt habe. Ja, wieso dann? Ist schlicht, passt zu allem. Ja, aber es sieht blöd aus. Kauft euch dann lieber ein Paar, aber ein richtiges Paar, was ihr natürlich auch zu vielen Sachen anziehen könnt. Bei der Mintfarbe ist Seite eingeschränkt, deswegen habe ich euch ein zweites Modell am Start, wo ich sage, das passt zu fast allen, oder das passt zu allem. Das war dieser Schuh hier. Der gleiche, diesmal in einem schönen Blau mit Off-White Akzenten, sehr cool gelungen, auch natürlich das Gelb ist auch wieder hier am Start, aber diesen Schuh trage ich richtig gerne, den anderen auch, aber diesen Schuh trage ich richtig gerne, weil er natürlich ein Ticken, finde ich, einfacher, was ist einfacher, nein, ihr könnt ihn nochmal ein bisschen anders kombinieren, gerade eben bei Mintgrün ist er schon auch ein bisschen spezieller, und da muss man natürlich immer schon schauen, was zieht man so ein bisschen oben an. Das soll sich am besten Fall ergänzen. Das ist bei dem Schuh in dem Fall doch ein bisschen leichter, einfach weil er halt Off-White ist. Da ist nicht noch eine dritte Farbe drin jetzt, wie bei diesem Schuh, so, sondern das ist dann schon leichter. Und gerade hier auch mit dem Blau hier vorne, finde ich sehr geil. Also da kommt das Adidas-Logo nochmal richtig gut zur Geltung. Auch hinten an der Ferse finde ich einfach Sahne. Ansonsten, ja, schlicht Material bei beiden Sneakern ist einfach Mesh, hier vorne ist Mesh, dann habt ihr ein bisschen Wildleder verarbeitet, und es ist auf jeden Fall ein sehr nicer Schuh, auch natürlich ein bisschen nachhaltig, also da ist auch ein bisschen recycelt, da ist auch ein bisschen recyceltes Material mit verarbeitet, was ich auch gar nicht so schlecht finde, aber lassen wir jetzt mal so dahingestellt, aber ansonsten ist es wirklich ein wunderschöner Schuh, der genau natürlich das gleiche ist, was ich eben halt sagte, also es sind die gleichen Schuhe, aber in zwei verschiedenen Farben. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Sneaker ihr euch eher holen würdet. Ich glaube, ich wüsste schon die Tendenz, aber ich wollte euch einmal zwei Schuhe vorstellen, die frisch rausgekommen sind, die wirklich nice sind. Und ja, die super bequem sind, die auch von der Qualität her natürlich, wie man es von Adidas so kennt, natürlich on top sind, also gute Qualität,
tolles Produkt. Gefällt mir richtig gut. Trage ich aktuell auch nur. Sind tolle Schuhe. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mich das ganz gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Und danke, 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 dass wir aktuell so sehr wachsen. Also die Abozahlen gehen hoch wöchentlich. 18 Abos wieder gemacht. Also wir wachsen stetig. Das freut mich sehr, weil man hier auch viel Arbeit dran steckt. Und ich mache es gerne und es freut mich, dass wir wachsen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu allen Themen, sei es Fashion, sei es Haarsysteme, sei es Schmuck, blabliblub, schreibt mir gerne hier oder schreibt mir am besten an die DM auf Instagram. Ich antworte da jede DM. Ja, also haut rein. Ich wünsche euch morgen einen schönen Wochenstart und wir sehen uns am Dienstag wieder hier auf dem Kanal Just Lifestyle. Dein Kanal, wenn es um Vlogs und Lifestyle geht. Haut rein. Ciao.